hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Let's Collect der Panini FIFA 365 2023er Sticker-Serie. Ich schnack heute nicht rum, wir starten direkt rein mit der alten Dame, mit Chesney und mit Mattia Perin von der alten Dame von Juventus Turin. Und dahinter kommen einfach 3x3 goldene Sticker mit Serge Gnabry, Sadio Mané und Leroy Sané von den Bayern. Dann Olympique Marseille mit Klaus Mbemba und Tavares. Dann Brügge Mignolet mit Chile und Odoi ganz vorne. Und dann noch der hier Atlas FC war es, glaube ich, ne? Dieser mexikanische Club mit der 367. Donetsk. Der Interbus. Dann Donetsk kommt auch ganz hinten hin. Die Barca-Trikots. Also heute ist eine Folge der Dreier, dieser Trio-Sticker hier. Sehr, sehr viele Trio-Sticker heute schon dabei. Letztes Pack. Und da machen wir weiter mit Athen. Oh, mit Kylian. Kylian Mbappé. Sehr, sehr nice. Der Pokal von der U20-WM in Indonesien. U20-WM. Aha, 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 aha. Der dahin und der dahin. Und dann... Und dann geht es auch schon los hier. Und dann geht es los. Bloß nicht in die Hose. Schalalali, lulalalalila. Lalalalala. Die 23 ist der Start. So, 23. Nicht River Plate, sondern Brügge. Und das ist der erste Trio-Sticker mit Teuta Mignolet. Kennt man auch. Wo hat er gespielt? Mignolet hat auch irgendwo in der Premier League gespielt, ne? Boah, ich weiß aber gerade nicht mehr wo. Simon Mignolet auf jeden Fall Premier League. Premier League. War das nicht sogar Liverpool? Hat nicht Mignolet bei Liverpool gespielt? Ich glaube ja. 45. Oh, der ist sogar doppelt. Allen und Fernandes. Doppelter FIFA 365 Sticker. Kommt, ist bis jetzt nicht so häufig vorgekommen. Okay. Okay, okay. Wenn das jetzt so weitergeht, habe ich eine Krawatte. Militao und Mandy, was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn jetzt hier? Hallo? 183, die auf die Trio-Sticker ist Verlass. Rulli. Pau Torres. Und Pedraza. So, bitte, bitte keine weiteren doppelten Sticker mehr. Trio-Sticker, wichtig. Aber wieso denn Jonathan Klaus als erstes 199? Okay, aber es ist wie es ist. Ich habe die Sortierung und die Spielerauswahl und die Stickerauswahl nicht gemacht. Das hat jemand von Panini gemacht. Manchmal frage ich mich gerade bei Panini sehr, wer da die Sticker und Kartenanordnungen macht und welche Karten es gibt, welche Sticker es gibt. Da habe ich ab und zu sehr oft oder häufiger Fragezeichen im Köpfchen. Und das ist Mbappé, den ich auch schon habe. Was ist das denn heute für eine Folge? Was ist das hier für eine Folge? Und es sind eigentlich wirklich nur die Trio-Sticker, die hier gönnen. Sadio Mané. Und Leroy Sané. Zack. So. Ich hätte es auch nicht geglaubt, hätten wir nur die goldenen einkleben können hier. Khalid Naoué. Und Nelson Oliveira. Tja, wunderbar. 292. Der Interbus. Der Interbussi. Bussi, Bussi. Drinissa. Dann Juventus Turin. Nee, das ist AC. Das ist Juventus. Juventus sieht auch gut aus. Aber es sind jetzt schon mal... Vier doppelt. Vier Sticker sind doppelt. Was natürlich jetzt nicht so schön ist. Nicht so lecker. Nicht so lecker, Alter. Mattia Perin. Zack. So. Und somit sind wir dann halt auch leider auch schon wieder fast am Ende der Folge. Und ich glaube, wenn ich das hier so sehe, müsste ich ab der nächsten Folge mal das ein oder andere Pack mehr öffnen. Oh,
Wunderbar. 409 ist Krzysztof und Matwienko. Die sind aber auch schon drin. Und der letzte Sticker ist dann die 436. Und die 436 ist der WMU20 Indonesien Pokal. Den wir hier noch nicht drin haben. Also auf die goldenen Sticker war heute Verlass. Aber leider am Ende des Tages, muss man ehrlicherweise sagen, sind sogar 6 Sticker doppelt. 6 Sticker doppelt. Eieieiei. Okay, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.